hat halt jetzt kurze Haare. Im ersten Teil hatte sie lange. Fand ich besser. Also ja, die kurzen Haare gefallen mir jetzt auch nicht so. Ich habe ein Kletterkabel. Siehst du was zum Festmachen? Wie ist das? Die kann einfach Sachen teleportieren. Ich dachte, du reist durch die Galaxis. Das machst du auf Jeddah. Jeddah ist ein Teil der Galaxis, Cal. Gut zu wissen. Ich besuche Seer von Zeit zu Zeit. Als ich hörte, dass die Mantis kommt, habe ich angeboten, dich zu führen. Wir müssen auf die andere Seite. Nichts leist leichter als das. Ja, das könnte klappen. Gut. Wir sollten uns beeilen, Cal. Ein Sturm zieht auf. Ja. Achso. Ja. Daneben. Wieder rein. Ich muss doch hier hoch, oder? Ja. Sturmtruppen. Wir sollten sie umgehen und von oben angreifen. Das hört sich gut an. Ach Quatsch. Wir sollten sie erledigen, bevor noch mehr kommen. So wie damals auf Nar Shaddaa? Richtig. Du gehst vor, Cal. Ganz was Neues. Auf wie geht's? Cal, Vorsicht! Stellt euch dem Zorn von Datumir. Ein guter Kampf. Das war zu leicht. Dein Speeder brennt. Geht's dir gut? Ja, mir schon. Nur meinem Speeder nicht. Auch wenn sich der Sturm gelegt hat, ist jetzt so weit weg, um zu Fuß zu gehen. Ich habe übrigens Cal die Frisur verpasst. Ich finde ihn hübsch so. Woran denkst du? Vielleicht nimmt uns jemand mit. Na dann. Komm mit. Was? Ein neues Tier? Was war zähmen? Fliegen hast du noch nicht gelernt, oder? Leider nicht. Dann müssen wir einen anderen Weg. Da. Kannst du es sehen? Ja. Dann mach mal. Dankeschön. Was? Ach so. Du kannst es immer noch. BD ist ein bisschen langsam. Das war ein Witz, Droide. Easy. Hier durch. Das habe ich schon wieder nicht drauf geachtet. Muss ich mal machen. Du steckst doch nicht fest. Wolltest du mich gerade erschrecken? Sith-Spucke. Der Weg ist versperrt. Sith-Spucke? Sagt man das so? Anstatt Scheibenkleister? Oh, pass auf! Ich bin mächtig. Tut mir leid, ich dachte... Es ist okay, Cal. Bleib zurück. Ich mach das. Was machst du da? Ich stelle das Muster wieder her, das du ins Chaos gestoßen hast. Unglaublich. Hier ist krass. Sieht anstrengend aus. Brauchst du eine Pause? Der Sturm kommt. Ich ruhe mich aus, wenn wir in Seers Basis sind. Hast du das gelernt? Datumir. Du bist wieder zurück? Ja.
Meine Schwestern sind fort, doch ihre Weisheit bleibt. Merin. Ah, die Spamele. Was? Sie haben an einer Oase angehalten. Es wird wärmer. Lass mich euch zähmen. Wir sollten auch mal ein Nickerchen machen. Wunderschön. Die Kreatur ist fort. Aber sie wird zurückkehren. Wir hätten diese Reise niemals antreten sollen. Mögen die Jedi uns beschützen. Diese Tür bewegt sich nicht. War ja klar. Noch nicht. Versuche weiter Kontakt herzustellen. Wann immer du bereit bist. Das war wirklich ein schönes Spiel. Das wirst du bereuen. Hoffentlich gewinne ich. Nein, ich will den da hinten haben. So. Ein weiterer Sieg. Dann schlaf doch. Maren, kannst du dich darum kümmern? Natürlich. Du magst ja auch keinen Ori oder Alice oder sonst was. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Das war ein Reflex. Dum, 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 dum. Was ist mit euch? Warum seid ihr immer da, wo ich bin? Gern mal. Gut gemacht, bitte. Alte Ruinen. Die alte Zivilisation, die diesen Ort gebaut hat, ist längst untergegangen. Aber noch immer reisen Pilger zu diesen Ruinen, um sie zu studieren. Swanson. Das ist sehr lieb von dir. Das ändert aber nichts daran, dass ich es trotzdem... Dankeschön. Dass ich leider solch ein Spiel jetzt spielen muss. Ich weiß. Sie nennen mich den Wüstengeist. Wüstengeist, hä? Imperiale heimzusuchen ist sowas wie ein Hobby von mir. So. Es muss eine Ewigkeit gedauert haben, diesen Ort zu bauen. Und jetzt sind die Erbauer fort. Ich bin bei meinen Reisen auf die Überreste vieler Zivilisationen gestoßen. Alles verfällt, Kerl. Ihr habt ihn nicht mal gesehen. Sieh jetzt 20 Mal einen Gegner, bevor dieser dich bemerkt oder so. So. Aber du bist auch mehr in... Jetzt weiß ich, was du meinst. Im Logo. Was wollte ich denn jetzt? Du bist aber mehr in Horrorrichtung, ne? Was Spiele angeht. Wenn du so Saw sagst und... Weißt du, wer das war? Ich nicht, aber... Manhunt ist ja auch ein bisschen düsterer. Sieht ja aus wie Cal.
Wilden lang. Oder doch? Weiß ich nicht. Mach ich nicht. Ist das jemand? Ganz egal wer. Hilfe! Sehen wir uns das mal an. Sie sehen aus wie Jedi. Sir sagt Jet. Nee, muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nicht gesehen. Ein Wandgemälde, das einen Krieg in alter Zeit zwischen Machtnutzern und einem unbekannten Gegner darstellt. Einige Figuren erinnern stark an Jedi. Die Heimat von vielen, die deinesgleichen verehrten. Vielleicht waren sie es. Meinesgleichen. Deinesgleichen. Voll abwertend. Gewöhnliche Plastoide. So, jetzt gehen wir da hoch. Bisschen leggy gerade. Früher bist du gerne geklettert. So. Bin wieder zurück. OBS ist abgekackt. Oder so. Der Sturm kommt näher. Wir bleiben in Sears Basis. Sie liegt versteckt vor dem Imperium im Wüstenhochland. Da war mal kurz OBS weg. Du wirst dich ergeben. Ist das ein Vieh? Ist das ein Vieh? Skriton. Gute Arbeit. Das war's mit dem Skriton. Ich brauche Hilfe. Echt knapp. Der war aber durch meine Partnerin echt gar nicht so schwer. Hilfst du mir? Muss ich? Na klar. Danke. Sir wäre enttäuscht, wenn ich dich in der Wüste zurücklassen würde. Heilige Oase Jeddah. Meinst du wirklich, du kannst eins zähmen? Ein Versuch ist es wert. Ja. Bist du müde? Ich sehe mir nur alles an. Da hast du mal recht. Brauchst du Hilfe? Danke. Voll verarscht. Aber ich schaff's auch so. Na los. Ich überleg grad, was ein Haia ist. Oder Higa. Yeah. Wieder ran. Nein. Das sieht das doof aus. Eine Oase. Ach, hi. Wir sind gerettet. Jetzt haben wir die Kraft, die Kreuzung zu erreichen. Mögen die Jedi über uns wachen. Warte, krass, sie hat gesprochen. Eine Oase. Jetzt sind wir gerettet. Warte.
Ja, wie ein Hai. Hast du recht. Ein Hai, ja, Hai. Ist es weit bis zur Basis? Nicht mit unserem neuen Freund. Und jetzt haben wir Zeit, uns auszutauschen. Hast du recht. Es ist Jahre her. Du hast sicher die gesamte Galaxis gesehen. Beinahe. Wie war's? Großartig. Die sinkende Stadt Kurato. Die Klippen von Persaia. Die Galaxis leidet. Aber es gibt immer noch Schönheit. Das ist der Rückweg. Nicht da lang. Nicht Begegnungen mit dem Imperium? Ja. Es sind dunkle Zeiten. Ich habe möglichst vielen geholfen. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Geht mir genauso. Wo auch immer ich war, habe ich oft an dich gedacht. Beine zucken so, wenn sie aufkommen. Ich habe noch nie so einen Sturm gesehen. Es ist schwer zu sagen, wie lange einer dauert. Wir sollten nicht warten, um es rauszufinden. Ganz meine Meinung. Du bist hier jahrelang aus dem Weg gegangen. Warum besuchst du sie jetzt? Ich brauche ihre Hilfe. Wir suchen etwas, das mit dem Orden zu tun hat. Interessant. Bist du noch wütend, weil wir gegangen sind? Ich habe es nicht kommen sehen, Maren. Dass jeder von uns getrennte Wege geht. Ich verstehe, Cal. Aber wir hatten unsere Gründe. Kann nicht mehr absteigen. Eine Hai-Raffe. Gira-Hai. Spamil-Freund, geht das nicht schneller? Vorwärts! Sprinten! Oh, jetzt zucken seine Beine auch nicht so. Naja, doch, ein bisschen. Boah, wird er richtig schnell, der Typ. Wir müssen uns beeilen. Das Vieh. Schneller. Noch schneller. Du meinst die, Gira-Hai? Oh. Oh, oh. Wir müssen schneller werden. Das Spamel hat Angst. Es wehrt sich. Die Hai-Raffe ist tot. Maren! Maren! Dankeschön und. Maren! Kannst du mich hören? Kein bisschen. Ich sehe sie nicht, BD! Ganz schön stürmisch. Okay. Vorerst. Hier lang. Schnell. Wohin jetzt? Wir müssen in Bewegung bleiben. Ja, mach ganz. Aaron, los. Schnell, Cal. Ich soll mich in drei Wörtern beschreiben. Überleg mir was. Cal, hier lang. Ja, bitte sofortige Abholung. Wie lautet meine Koordinaten? Ich kann nicht mal meine Hand sehen. Bitte wiederholen. Die Verbindung bricht ab. Du warst am Reden. Warum hast du mich gleich angegriffen? Oh, sorry. Also auf jeden Fall ruhig. Warum sagst du das und lenkst mich ab? Sag mir wann.
lässt mich nicht an dich. Weg. An dich ran. Nein! So. ED1. Ruhig, entspannt. Das ist doch nicht etwa. Das Spamiel muss Unterschlupf gefunden haben. Hier lang. Paul. Das Spamiel hat uns gerettet. Hast du, oder? Dann verzeih mir, dass es uns zurückgelassen hat. Einverstanden. Was, oder? Ja. Na schön. Das sollte für die Nacht reichen. Setz dich. Was haben du und BD erlebt, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben? Dasselbe wie immer. Das Imperium bekämpfen, aushelfen, wo es geht. Wir konnten nirgendwo lange bleiben. Wenigstens das Faul stimmt überein. Und, ich glaube, wir sind auf etwas gestoßen. Ey, Lord bin ich eigentlich nie. Das Imperium uns nicht finden kann. Aber ich müsste den Kampf aufgeben. Und viel mehr als kämpfen kann ich nicht. Cal? Sieh in das Feuer. Es schenkt dir Wärme. Es lässt dich nicht allein. In dunklen, einsamen Nächten, oder? Doch lässt man es außer Acht, werden die Flammen alles auf ihrem Weg verzehren. Bis nur noch Asche übrig bleibt. In kalten Nächten aber, Nächten wie dieser, ist ein wärmendes Feuer perfekt. Also lass dich nicht von der Wärme verzehren. Vom Feuer! Hab dich vermisst, Maren. Ich dich auch. Ich konnte nicht bleiben, Cal. Ich musste erst lernen, die Galaxis auf meine Weise zu sehen. Was mit dem Senf gefunden? Dazugeben, das habe ich schon gemerkt. Mich selbst? So ein scheiß Spiel. Im Angesicht aller Wesen und Welten, auf die ich stehe. Datomir bleibt natürlich meine Heimat, aber es kann nicht bestimmen, wer ich bin. Mir war nie klar, warum du gegangen bist. Aber jetzt, wo wir hier sitzen, glaube ich, du hast das Richtige getan. Und ich habe dann, wie gesagt, auch kein Problem damit, wenn jemand seine Meinung sagt. Das stört mich nicht. Ich sehe das alles sehr entspannt. Was war denn mit seinem Umhang gerade? Du hast eine Stelle übersehen. Morgen. Das Wetter hat aufgeklärt. Das Wetter hat aufgeklärt? Gehen wir. Sagt man das so?
hieß. Oder so. Meteorologe auf Jeddah. In den kalten Wüsten auf Jeddah kommt es oft zu extremen Perspektive. Was ist das? Von denen kann man nie genug haben. Ja, aber wirklich. Mehr Leben. Also mehr mal auffüllen. Wir haben unseren ersten Sturm zusammen überlebt. Ja, das haben wir. Ich bin froh, dass wir uns wieder getroffen haben. Wie lange bleibst du auf Jeddah? Ich weiß nicht, aber ich freue mich auf Grease. Wie geht es ihm? Nicht schlecht. Er hat eine Kantine eröffnet. Pailoon Saloon. Er hat ihn nach seiner Urgroßmutter benannt? Nichts ist für Grease wichtiger als die Familie. Wir gehören dazu. Ich glaube noch nicht. Werde ich noch einen Stream mal reinhören. So. Mhm.